Lieben, da bin ich wieder. Es hat sehr, sehr lange gedauert, gut 3,5 Wochen diesmal. Aber ich bin entschuldigt. Ich hatte das ja im letzten Video schon angekündigt, dass ich so eine kleine Challenge machen will. Und ja, damit fange ich jetzt mal an. Wie gesagt, ich habe auch beim letzten Mal schon angekündigt, dass man das Ganze hier nicht so ernst nehmen darf und durchaus auch mal über sich selbst lachen darf. Das ist auch weiterhin erlaubt. Und darum geht's heute. Jetzt fragt ihr euch, warum hat der Vollpfosten eigentlich eine Maske auf? Das werde ich euch verraten, und zwar gegen Ende des Videos. Das hat einen ganz bestimmten Grund. Und wie gesagt, am Ende oder gegen Ende des Videos werde ich das Ganze dann auch verraten. Ich muss dazu zwei Stories erzählen. Das mache ich so schnell ich kann. Ich weiß ja, dass der eine oder andere immer nicht die Geduld hat. Zweite Sache, die ich vorweg schicken wollte, ist: Der Vollpfosten hat nicht gemerkt, dass er die Maske falsch rum auf hat. Nein, habe ich wohl gemerkt. Ich habe sie ganz bewusst falsch rum aufgesetzt, damit ihr das Handy drehen müsst, wenn ihr neugierig seid. Dennis, habe ich gern gemacht, alles gut. So, jetzt zu den beiden Geschichten, warum ich die Maske trage und was das Ganze auf sich hat und welche Challenge damit verbunden ist. Ich hatte, das habe ich im letzten Video schon mal so ein bisschen anklingen lassen, ein Gespräch kürzlich mit einem Kumpel, das war noch vor dem Lockdown Light, also vor dem November. Und dann haben wir uns unterhalten und unter anderem ging es um die 80er Jahre. Und irgendwann kamen wir auf Krimiserien aus den 80er Jahren. Und wenn du über Krimiserien aus den 80ern sprichst, kommst du automatisch irgendwann auf den Tatort und dann zwangsläufig auch auf Szymanski, der berühmte Tatort aus Duisburg seinerzeit. Szymanski, der Schmuddelkommissar. Und ja, darüber haben wir uns so unterhalten. Und das packen wir jetzt mal so ein bisschen an die Seite, holen das aber gleich wieder hervor. Dann muss ich zur zweiten Geschichte kommen, die ebenfalls in den 80ern stattfand. Übrigens, der Kumpel, mit dem ich gesprochen hatte, ist noch nicht so alt, ist ein junger Kerl. Und der hat nicht so viel Ahnung davon, von den 80ern, was da passiert ist. Und insofern musste ich ihm da das eine oder andere so ein bisschen erklären. So, dann die zweite Geschichte, wie gesagt. Mein bester Kumpel und ich waren auf Ibiza 1989, wenn mich nicht alles täuscht. Und wir trugen, wie es seinerzeit so üblich war, beide schöne Fukuhila, also vorne kurz, hinten lang Haarschnitt. Wir hatten es richtig lang, wir hatten es bis über die Schultern. Und natürlich selbstverständlich einen Oberlippenbart, einen sogenannten Schnäuzer. Und ja, das war damals so, das hat man so gemacht und so langsam kommt ihr vielleicht drauf, was gleich passieren wird. Jedenfalls, war das eine lustige Geschichte und wir flogen von Ibiza zurück, hatten unfassbar viel Spaß auf der Tour. Ich erinnere mich daran, dass ich einen riesen Ghetto-Blaster mit hatte und mich anfangs, als wir dort ankamen, mit dem DJ so ein bisschen angelegt hatte, weil der mir zu deutsch war, was die Musik betraf. Und dann hat er sich aber schwer gebessert und hat richtig geile Mucke gemacht und hat dann einen Titel, auf den ich unheimlich stand, ein spanischer Titel, den hat er mir dann auf so ein Tape aufgenommen. Und wie gesagt, ich mein Ghetto Blaster mit und am Flughafen von Ibiza auf dem Rückweg wollten wir dann diese Nummer hören, weil wir alle so angefixt waren von dieser Geschichte damals und weil es so geil war und so einen Spaß machte. Und die Batterien waren aber leer von dem Ghetto Blaster und dann haben wir eine Steckdose gesucht. Und die einzige Steckdose auf dem ganzen Flughafen in Ibiza, die wir fanden, war eine auf der Damentoilette. So, da sind wir dann hin und haben den Ghetto Blaster voll aufgedreht, sind angefangen zu tanzen. Und das dauerte 2-3 Minuten, dann war das Klo voll mit Leuten, die dort tanzten, Männlein wie Weiblein. Das hat riesengroßen Spaß gemacht, also so viel so ein bisschen zu der Tour jedenfalls. Wie gesagt, wir trugen Schnäuzer und lange Haare, Fukuhila, wie gesagt, und waren dann auf dem Rückweg, auf dem Rückflug, haben dann noch so einen Franzosen kennengelernt, der hat vor lauter Lachen in seine Stange zollfreie Zigaretten gebissen, damit er einen anderen Schmerz, ein anderes Gefühl hat. Also es war unheimlich eine lustige Tour. Jedenfalls irgendwann auf diesem Flug, auf diesem Rückflug, habe ich mich umgedreht und habe hinter uns geguckt und da saß eine ganze Reihe Holländer, so 20, 30 Typen Holländer und die sahen alle aus wie wir. Fukuhila und Schnäuzer. Und die sahen derartig scheiße aus, dass ich gesagt habe zu meinem Kumpel, du, wir müssen uns die Bärte abnehmen und die Haare schneiden. Und das haben wir dann gemacht, sind in Hamburg auf dem Flughafen gelandet, direkt zu ihm nach Hause und haben uns sofort die Bärte abgenommen und die Haare geschnitten. Und
dann, ja, was soll ich sagen? Im Verlauf dieses Gesprächs, das war natürlich lustig mit meinem Kumpel kürzlich, hat er dann gesagt, Mensch, um der alten Zeiten willen, lass dir doch nochmal so einen schönen Schnäuzer wachsen irgendwie. So, wie damals, wie gesagt, da kommen wir jetzt wieder zum Thema Schimanski, der hatte nämlich auch einen in den 80er Jahren in der Reihe Tatort. Und ja, wie gesagt, habe ich gesagt, das geht natürlich auf gar keinen Fall. Aber dann kam der Lockdown light. Und da du ja mit Maske sowieso nur, beziehungsweise in die Supermärkte sowieso nur mit Maske darfst, habe ich gedacht, okay, dann lässt du das Ganze mal so ein bisschen sprießen und machst eine Challenge draus. Und das habe ich jetzt 3,5 Wochen gemacht. Deswegen kommt jetzt die Enthüllung des Horst Schimanski Gedächtnisschnäuzers. Und hier ist er. Und ihr müsst mal gucken, also es ist nicht einfach nur ein Schnäuzer, sondern ich habe ihn so richtig schön an der Seite so wachsen lassen. Wobei man ja sagen muss, Bartwuchs bei mir, das ist nicht so wirklich. Also wir sind keine guten Kumpels, ich könnte mich kaputt lachen. Jedenfalls, das ist jetzt das Ergebnis aus 3,5 Wochen. Was ich jetzt ganz gerne möchte, ich werde gleich den Bart abnehmen, das steht fest, das Ding nervt mich tierisch, aber den Spaß wollte ich machen, wenn man sowieso im Lockdown zu Hause sitzt. Und als wenn ich es geahnt hätte, kriegen wir ja jetzt den totalen Lockdown, das heißt, die Challenge ist eröffnet. Ich wünsche mir von allen, die zugucken, dass ihr euch einen Schnäuzer stehen lasst und ja, dass irgendwie mir Bilder schickt von diesen Schnäuzern. Das muss, wenn euch das peinlich ist, irgendwie, das müssen ja keine ganzen Gesichter sein. Das muss ja, kann ja nur die Mundpartie sein irgendwie. Jedenfalls würde ich das total cool finden. Ben Wolter, du bist verpflichtet dazu. Du musst unbedingt einen schicken. Darum habe ich ja dieses Ding jetzt hier wegen dir wachsen lassen und du musst das unbedingt machen. Und alle anderen, wie gesagt, sind herzlich eingeladen. Im Grunde dürfen fast alle mitmachen, also alle BartträgerInnen. Was ich nicht haben möchte, sind MörderInnen und auch keine NationalsozialistInnen. Ihr merkt das, das ist alles ganz fein und säuberlich gegendert, von wegen. Alle, die auf sowas stehen, die können mich mal freundlich da lecken, wo die Sonne nicht hinscheint. Ich wollte nur diesen Begriff ad absurdum führen, weil ich das so derartig lächerlich finde. Also sowas wird es bei mir nicht geben. Aber wie gesagt, alle anderen sind herzlich eingeladen, sich so eine Rotzbremse hier wachsen zu lassen. Ich werde sie gleich abnehmen, beziehungsweise nur in Teilen abnehmen, denn ich habe noch was anderes vor. Ein Stück weit werde ich das Ding noch stehen lassen und werde mich möglicherweise in der nächsten oder übernächsten Woche als Parodist versuchen. Das weiß ich aber noch nicht ganz genau. Wie gesagt, im Moment habe ich ziemlich viele durchgeknallte Gedanken, unter anderem die, mich hässlich zu machen. Was ich noch zu meinem Schnäuzer sagen wollte, ist, ich habe ja wirklich nie wirklich Bartwuchs gehabt. Das ist alles, was dabei rauskam jetzt hier. Was mich gewundert hat, ist, dass es kaum grau war. Also es ist ja wirklich nur ein ganz, ganz bisschen. Und es ist immer noch das typische 80er-Jahre-Boris-Becker-Rot, was ich damals schon hatte. Aber es ist eben, wie es ist. Wie gesagt, jetzt seid ihr dran. Ihr seid eingeladen, Bilder zu posten von euren Schnauzbärten. Und wie gesagt, ich werde meinen gleich abnehmen. Wünsche euch eine schöne Zeit. Bleibt schön gesund. Das ist ja in diesen Tagen ganz, ganz wichtig. Wie gesagt, ich werde den Bart gleich abnehmen und versuchen, noch was anderes draus zu machen. Mal gucken, wie es wird. Seid gespannt aufs nächste Video. Ich verspreche nicht, dass ich es mache, aber ich versuche es hinzubekommen. Euch eine tolle Zeit. Bis demnächst. Tschüss.